Hallo alle zusammen. Hier sehen Sie, wie man eine ICCS und am Beispiel eines knapp des 412 Geräts wiederherstellt. Wie kann man ein Netzlaufwerk wiederherstellen oder wie kann man Daten von einem beschädigten Netzwerkgerät erhalten? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Obwohl das ICCSI-Protokoll ziemlich alt ist, hat es beim Aufbau von Netzwerkspeicher nicht an Popularität verloren. ICCSI ist ein Protokoll zur Kommunikation und Verwaltung von Speichersystemen zwischen Servern und Clients. Es wird zur Datenübertragung über das Netzwerk verwendet und ermöglicht, dass ein Netzlaufwerk als lokales physisches Laufwerk angesehen wird, obwohl sich der tatsächliche Speicher auf einem anderen Gerät befindet. Solche Festplatten werden als LUNs bezeichnet. Die LUN ist die Nummer eines logischen Objekts. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein Netzlaufwerk oder eine Partition, die im ICCSI-Netzwerk eine eigene Nummer hat. ICCSI-LUNs werden in NAS-Geräten verwendet. Diese Funktionalität ist in Synology, Knapp und anderen Servergeräten verfügbar. Wenn Sie versehentlich ein ICCS, ein LUN oder Daten gelöscht haben oder einfach nicht mehr auf Ihrem NAS gespeicherten Dateien zugreifen können, kommen Sie ohne Datenwiederherstellungssoftware eines Drittanbieters nicht aus. Es gibt nur wenige Softwarelösungen zum Wiederherstellen von Daten von ICCS-Festplatten. Wenn Sie nach einem bewährten Dienstprogramm suchen, das Daten von solchen Festplatten wiederherstellen kann, versuchen Sie Hetman RAID Recovery. Dieses Programm unterstützt die Datenwiederherstellung von ICCS-LUN-Festplatten. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie ein verlorenes Netzwerklaufwerk wiederherstellen können. Stellen Sie vor dem Starten des Wiederherstellungsprozesses sicher, dass Sie über ein Laufwerk verfügen, dessen Kapazität mindestens der Festplatte entspricht, von der Sie Informationen wiederherstellen möchten. Schließen Sie das Laufwerk an das Windows-Betriebssystem an, laden Sie das Hetman RAID Recovery herunter, installieren und starten Sie es. Und scannen Sie das Laufwerk. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, sollten Sie den folgenden Ordner ICCSI finden. In diesem Verzeichnis befinden sich alle Ihre ICCS und Plattenform von E-Mails. Wählen Sie je nach Größe eine aus und stellen Sie sie wieder her oder wählen Sie alle aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen, sobald sich die Dateien in angegebenen Ordner befindet. Wie Sie sehen, hat das Programm die Datei vollständig wiederhergestellt, aber sie ist nicht mehr Datei mit geringer Dichte, sondern der belegte Speicherplatz ist auf seine volle Größe von 330 GB angewachsen. Nachdem Sie diese Datei wiederhergestellt haben, gibt es mehrere Lösungen, um die benötigten Informationen aus der Datei zu erhalten. Die erste besteht darin, die Leistung des Laufwerks mit Knapp wiederherzustellen. Und die zweite besteht darin, die Bilddatei in unser Programm zu laden, sie zu scannen und die erforderlichen Daten zurückzugeben. Für die erste Lösung müssen Sie eine leere Festplatte an das Knapp-Gerät anschließen. Diese starten und eine neue virtuelle Festplatte mit genau derselben Größe wie die vorherige erstellen. Und kopieren Sie dann die wiederhergestellten Dateien auf dieses Laufwerk.
um die Image-Datei zu kopieren, schließen Sie beide Laufwerke an einen Computer an, auf dem Linux läuft, oder verwenden Sie andere Tools für den Zugriff auf das Knep-Dateisystem. Mounten und öffnen Sie eine neue Festplatte im Dateimanager. Auf der gemounteten Festplatte im Stammverzeichnis finden Sie einen Ordner mit dem Namen ICCIS Image. Benennen Sie dieses Verzeichnis in zum Beispiel ICCIS Image 2 und unterstellen Sie dann einen Ordner mit demselben Namen ICCIS Image. Als letztes müssen Sie die wiederhergestellte Datei in das gerade erstellte Verzeichnis kopieren. Dazu verwenden wir das Terminal, da wir dieses Image in eine Datei mit geringer Dichte konvertieren müssen. Dies kann durch Ausführen der Kopierbefehls kp erfolgen. Öffnen Sie ein Terminal und geben Sie den folgenden Befehl ein. Void diesen Befehl ist der Pfad zur wiederhergestellten Image-Datei. Und dieser Befehl, der Pfad, in den diese Datei kopiert werden soll. Und das Argument Sparse Always konvertiert es in eine Datei mit geringer Dichte. Wenn die Datei groß ist, dauert der Kopiervorgang recht lange. Das Terminal zeigt keine Informationen über den Kopierstatus an. Diese Informationen sind im Systemmonitor zu finden. Er zeigt die Menge der kopierten Informationen an, anhand deren Sie abschätzen können, wie bald der Vorgang beendet sein wird. Nun, die Dateien wurden erfolgreich auf den Datenträger kopiert. Und dies zu überprüfen, führen wir den Befehl. Öffnen Sie dieses Verzeichnis im Terminal und geben Sie den Befehl mit dem Dateinamen ein. Wie Sie sehen können, nimmt die Datei weniger als 200 MB auf der Festplatte ein, obwohl ihre scheinbare Größe 330 GB beträgt. 1 GB, 10 GB, 5 GB. Dies ist eine Bestätigung, dass die Dateien beim Kopieren in Dateien mit geringer Dichte konvertiert wurde. Nach einem erfolgreichen Kopiervorgang müssen Sie die Konfigurationsdateien anpassen und den Namen des neuen Netzlaufwerks durch den gewünschten Namen ersetzen. Schließen Sie das Laufwerk an das Knep-Gerät an und starten Sie es. Verwenden Sie WNCP oder ein anderes Dienstprogramm, um die Verbindung zum Server zu konfigurieren. Geben Sie IP, Login und Passwort an und klicken Sie auf Enter. Das Programm WCCP sieht standardmäßig keine versteckten Dateien, da ein Verzeichnis versteckt sein kann. Sie müssen deren Darstellung erst aktivieren. Öffnen Sie Einstellungen, Bereich, versteckte Dateien anzeigen. Gehen Sie dann in diesen Pfad. Suchen Sie Dateien mit dem Namen und öffnen Sie sie. Hier müssen Sie die Zeile LAN mit Band finden und den Namen der neuen LAN durch den Namen der Datei ersetzen, der wir wiederhergestellt haben. Die Zahl 001 am Ende bedeutet, wie viele Teile Ihr ICCIS hat. In meinem Fall besteht sie aus einem einzigen Laufwerk. Benennen Sie anschließend die Dateien und speichern Sie die Änderungen. Wenn Sie mehrere Laufwerke haben, müssen Sie alle Ihren Namen ändern. Starten Sie das knapp 9 und warten Sie, bis es hochgefahren ist. Öffnen Sie nach dem Button den ICN-Initiator. Und schließen Sie das Laufwerk wieder an.
dann erscheint das Laufwerk im Explorer mit allen Details. Die zweite Lösung besteht darin, die wiederhergestellten Dateien in die Software Hetman Red Recovery zu laden. Öffnen Sie das Programm, gehen Sie auf die Registerkarte Tools Dienst und klicken Sie auf Moondisk. Geben Sie den Pfad zu wiederhergestellten Dateien an, damit das Programm die Dateien im Fallspeicher abbildet anzeigt. Wählen Sie hier alle Dateien, markieren Sie und klicken Sie auf Öffnen. Das gemountete Laufwerk wird im Laufwerkmanager angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie vollständige Analyse, geben das Dateisystem das Laufwerk an und klicken Sie auf Weiter. Und wenn diese Schritte abgeschlossen sind, klicken Sie auf Fertigstellen. Wie Sie sehen können, hat das Programm die Dateien, die sich auf dem Netlaufwerk befanden, gefunden und angezeigt. Um sie wiederherzustellen, wählen Sie die erforderlichen Dateien aus und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad zum Speicher an und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Sie werden in dem Ordner abgelegt, den Sie angegeben haben. Wie Sie sehen können, ist die zweite Methode viel einfacher. Wenn die LUN nicht gelöscht wurde, aber das NAS-Gerät abgestürzt ist, können Sie einfach ein Disk-Image im Programm aufmontieren und die Informationen wiederherzustellen. Wiederherstellung von Daten von einem ICS-LUN ist keine einfache Aufgabe und erfordert eine Menge spezieller Fähigkeiten und Tools. Unser Programm wird Ihnen helfen, diesen Prozess zu vereinfachen, da es in der Lage ist, Daten von einem beschädigten NAS-Gerät wiederherzustellen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.